ihr Lieben, ich habe vor einigen Tagen eine neue Bestellung aufgegeben und zwar bei kauartikel.com. Dort haben wir vorher noch nicht bestellt. Ich brauchte aber jetzt ein paar vielleicht etwas besondere Dinge für ein Tauschpaket. Deswegen hoffe ich, dass sie sich dieses Video nicht anguckt, sonst weiß ich schon zwei, drei Dinge, die in ihrem Paket drin sind, was aber auch nicht schlimm ist. Wir haben da vorher drüber gesprochen. Da ist eben ein Hund bei, der allergisch auf viele Dinge ist. Und entsprechend besorge ich dann natürlich Kauartikel, die beide Hunde in dem Haushalt gut vertragen können. Päckchen habe ich schon aufgemacht. In dem Päckchen habe ich natürlich dann erstmal einen Lieferschein und noch einen Hinweis dazu, wenn irgendwas irgendwie gekennzeichnet ist, was das bedeutet. Bestellt haben wir Lammohren mit Fell, Lammdarmstangen, eine Kamelmixtüte, eine Geflügelmixtüte und einmal Ziegenfleischstreifen. Als erstes kommen mir entgegen, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, ich denke schon, das sind die Lammdarmstangen. Also erstmal ist das alles sehr schön, es ist ordentlich und sauber alles einzeln in so Ziploc-Tüten verpackt. Das heißt, man kann es schön wieder schließen, wenn man etwas rausgeholt hat. Besonders gefällt mir der kleine grüne Aufkleber. Ohne Chemie. Das ist mir sehr wichtig, wenn ich Kausachen für die Hunde bestelle. Ja. Wenn ich die Tüte aufmache, riecht es sehr gut. Eben nach getrocknetem Fleisch. Die Bielle steht gerade parat. Und möchte eine Darmstange haben. Die Elfe möchte auch eine haben. Jetzt stehe ich ganz kurz auf, denn die Honey liegt mit ihren Babys natürlich ein bisschen abseits. Die möchte sicherlich auch eine haben. Sekunde. Jawohl, auch die Mama möchte etwas davon haben. Dann haben wir hier die Kamelmix-Tüte. Auch wieder genauso schön verpackt. Verschiedene Teile vom Kamel sind drin. Ich denke, das ist Pansen, das ist Lunge. Riechen tut es etwas intensiver wie das Lamm. Sehr interessant. Ich weiß nicht genau, welche Teile vom Tier dort drin sind. Jelle findet, es riecht gut. Du kriegst aber jetzt nicht alles. Hast du das Ding schon aufgegessen? Du bist ja krass. Wie gesagt, auch diese Tüte kann man wieder zumachen, wenn man nicht so dusselig ist wie ich und den Öffner verpasst. Dann haben wir hier reine Ziegenfleischstreifen. Da habe ich den Mädels vorhin schon jeweils ein Drittel von gegeben. Fanden sie total großartig. Dann die Lammohren mit Fell. Wie gesagt, eigentlich nicht für meine Mädchen. Habe aber mal ein bisschen mehr bestellt. Von der Größe her muss ich sagen, sind die klasse geeignet, auch für meine. Mal so im Handvergleich. Die sind ein bisschen kürzer, wie meine Hand lang ist. Das heißt, die kann ich auch noch echt gut füttern, weil Bielle kloppt sich so ein Ohr halt komplett rein sofort. Und dann gibt es noch eine Geflügelmixtüte. Da sind Füßchen drin, Hälschen drin, Flügel, ja, so ein schöner Mischmasch halt. Das ist jetzt interessanterweise keine Zip-Tüte. Finde ich ein bisschen komisch, aber nun gut, ist halt eben so. Schade, hätte mich gefreut, wenn das auch eine Zip-Tüte gewesen wäre. Ich mag das einfach, wenn man es wieder verschließen kann. So werde ich diese Tüte hier halt einfach umfüllen.
Die Elfe frisst mal gerade wieder ihr eigenes Fell. Noch dabei ist dann ein kleiner Ratgeber über ein Trockenfutter, was es dort auch gibt. Fleischanteil 60%, kein Gluten, kein Getreide, kein Weizen, kein Zucker, kein Mais, kein Reis, mit grünem Tee und Honig. Davon ist eine Probe mit dabei, Geschmacksrichtung Truthahn, auch in einer Sipptüte. Vielleicht waren die Sipptüten dann aus. Jelle findet es gut. Elfe? Elfe frisst es auch sofort. Das ist bei Trockenfutter jetzt... Oh, Jelle kommt sofort wieder und möchte noch eins. Das ist bei Trockenfutter jetzt hier nicht immer der Fall, weil ich die Mädels ja hauptsächlich barfe und Trockenfutter wird da... Und da ist sie schon wieder. Also das kommt wirklich gut. Die Bröckchen sind so... Na, ich würde sagen, einen Zentimeter lang, ein Dreiviertel Zentimeter im Durchmesser. Also als Leckerlis sind sie ein bisschen groß. Brechen kann man sie nicht, dafür sind sie zu hart. Elfe, komm mal bitte hier rum. Aber die Mädels finden es großartig, deswegen werde ich mir das nochmal etwas genauer angucken. Das war auch schon unser Erstbestellpaket bei kauartikel.com. Ich muss sagen, ich finde die Sachen sehr gut. Die Mädchen haben bis jetzt alles genommen, was ich ihnen angeboten habe. Ich denke, die Darmstangen hattet ihr ja jetzt schon. Dann gucken wir mal in die Kamelmix-Tüte, was wir da mal durchbrechen können. Das eher nicht. Mal gucken, das ist nicht so groß. Warte doch mal bitte. Das bröselt. Das scheint... Lunge zu sein. Möchte die Bielle auch. Und die Elfe möchte das auch. Kamel kommt also auch gut an. Also wir sind sehr zufrieden. Preislich fand ich es für so ungewöhnliche Dinge auch ziemlich in Ordnung. War natürlich jetzt nicht gerade die billigste Bestellung aller Zeiten. Ja, das war's heute von uns mit einem ganz kleinen Unboxing. Wir sehen uns die Tage wieder.